ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass sich ein IT-Projekt öffentlich ausschreiben lässt. Dieser Satz begleitet mich, seit ich meine Aufgabe im BIT wahrnehme. Die Kristallkugel habe ich heute im Büro gelassen, die ist 10 Kilo schwer und das zieht mir den Arm beim Mittagessen runter. Das ist nicht praktisch. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, das bedeutet rund 1000 interne Mitarbeitende, viele externe Mitarbeitende, rund 25.000 bewirtschaftete Arbeitsplatzsysteme, knapp 5.000 Server, 10 Petabyte Storage und rund 1 Million eingehende Mails pro Tag. Wir sind der größte IT-Dienstleister in der Bundesverwaltung und einer der größten Leistungserbringer im schweizerischen Markt. Zwischen den uns angeschlossenen Ämtern und uns gibt es Leistungsvereinbarungen und Projektvereinbarungen, die werden finanziell abgegolten und ausgehandelt und abgegolten. Sie sehen, wir stehen in diesem doch erheblichen Spannungsfeld zwischen dem öffentlichen Beschaffungsrecht, der Erfüllung von Kundenwünschen und der Wirtschaftlichkeit. Wir beziehen viele Leistungen von Lieferanten auf dem freien Markt und das führte natürlich dazu, dass sich die Beschaffung BIT intensiv mit den Möglichkeiten alternativen Beschaffungsformen auseinandergesetzt hat. Und ich möchte Ihnen in einem kürzesten Durchlauf einzelne Punkte unserer Analyse der Lösungsansätze und der Erfahrungen, die wir jetzt seit 2 Jahren damit machen, präsentieren. 3 so mal hingeworfene Spannungsfelder, sage ich mal, die uns beschäftigen. Hermes kennen Sie wahrscheinlich, die Projektmanagement-Methode der Bundesverwaltung. Es ist ein klassisches Wasserfallmodell. Der WTO-Prozess verlangt andererseits bei den Ausschreibungen, dass möglichst detailliert und abschließend alles, was da so kommen könnte, im Pflichten- oder Lastenheft definiert wird, sodass Ergänzungen und so weiter gar nicht mehr nötig sind und die Anbieter einen Preis auf Franken und Rappen genau, der dann bewertet und verglichen werden kann, eingeben können. Wie machen Sie das bei einem Wasserfallmodell, wo Sie ja die nächste Phase eigentlich überhaupt nicht kennen? Die Leistung ist am Anfang nicht bekannt. Wir haben gesagt, gut, Hermes 5 sieht so ein bisschen vor, macht das zwischen den Phasen. Ich garantiere Ihnen den Zusammenbruch des Projektleiters und des gesamten Projektes. 9 Monate Projektunterbruch für eine neue Ausschreibung, inklusive eben der Vorbereitung der Ausschreibung, da ist jedes Projekt tot. Repetitive Verträge, super Sache. Wir bleiben bei jeder Phase unter 230.000 Franken. Sie haben heute Morgen die Definition von Herrn Wissou gehört. Der will zusammenzahlen über Jahre hinweg und hintenher haben wir dann ein Problem. Also auch nicht gangbar. Fast jeder Lieferant, der mich besucht, beginnt seine Präsentation mit Aussagen wie Vertrauen, langjährige Partnerschaft und so weiter. Das ist eine gute Sache, wir wissen alle, das ist einer der Erfolgsfaktoren in IT-Projekten und IT-Zusammenarbeit. Kurzum, der klassische Hoflieferant, das Wort ist heute Morgen schon mal gefallen. BÜPFÖ verlangt Transparenz, Gleichbehandlung aller potenziellen Anbieter und Wettbewerb. Ein Lieferantenmanagement, wie man es bei unserem Beschaffungsvolumen dringend tun müsste, ist gar nicht einfach umsetzbar unter dieser Prämisse.
Wir haben fragwürdige Lernkurven. Man muss sich an eine Zusammenarbeit gewöhnen zwischen dem BIT und dem Lieferanten. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, wird abgebrochen. Und wir rekrutieren einen neuen Partner für das nächste Projekt und beginnen wieder bei Null. Und last but not least, die fachspezifischen Dienstleistungen, die sind extrem personenabhängig. Das wissen wir alle. Das führte dazu, dass wir lange Zeit schlicht und einfach Personenprofile ausgeschrieben haben, dort, wo wir Leute brauchten, Fachspezialisten brauchten. Wir haben Tausende von Siris evaluiert. Beim Zuschlag nach einigen Monaten waren dann in der Regel diese Personen gar nicht mehr verfügbar. Beim Vorstellungsgespräch sagten sie, ja, das interessiert uns eigentlich jetzt nicht so, ich komme nicht. Oder der schlimmste Fall war, dass ein Kandidat verstorben war zum Zeitpunkt des Zuschlags. Wir haben auch festgestellt, dass der Führungsaufwand beim BIT natürlich riesig ist, weil wir für die internen und die externen Mitarbeiter. Und das Risiko, obwohl zum Teil maßgeblich Projekte durch externe Mitarbeitende bestimmt werden, ausgeführt werden, liegt immer vollumfänglich beim BIT. Wir hatten auch die Rückmeldung zum Teil, dass das Geschäftsmodell einfach rein der Personalstellung für die Lieferanten nicht immer interessant ist. Und das führte uns dazu, dass wir die Rahmenverträge genau in der Ausprägung, wie sie vorher Bruno Gigi gezeigt hat, in zwei Bereichen maßgeblich einsetzen. Wir fragen zu Beginn bei der Bedarfsklärung, was wird denn benötigt? Und es gibt immer wieder diese Fälle, wo einfach eine Person benötigt wird. Anstelle eines internen braucht man dort einen externen, aus x welchen Gründen, beschränkte Zeit zum Beispiel, für Projekt, Spitzenabdeckung, Fach-Know-how, das man dann auf lange Zeit wiederum nicht braucht und so weiter. Dort sind wir im Personalverleih, dort brauchen wir Personen, ganz klar. Weil das aber in der Regel schnell gehen muss und eben viele weiche Faktoren mit einer Rolle spielen, setzen wir dort die Rahmenverträge ein, die öffentlichen schreiben Rahmenverträge aus im Bereich des Personalverleihs. Wir haben in der Mitte ganz klar das Projekt, wo die Leistung einigermaßen bekannt ist. Dort ist die klassische WTO-Ausschreibung, soweit sie denn möglich ist, vielleicht mit den Varianten, wie Sie sie heute Morgen von Marco Fetz gesehen haben, mit dem Baumgartner-Modell oder mit einem agilen Modell, sicher angebracht. Und als drittes, und das haben Sie heute Morgen auch schon gehört, das sind die Technologiepartner. Wenn wir feststellen, dass wir in einem bestimmten, abgrenzbaren Technologiebereich regelmäßig Firmen brauchen zur Unterstützung, weil unsere Kunden auf diesen Systemen Applikationen haben und immer wieder Bedarf daherkommt. Wir wissen diesen Bedarf aber nicht genau. Dort bietet sich, und jetzt gehen wir in die Privatwirtschaft, das ist der Preferred Supplier, nichts anderes, dort bietet sich eine solche Partnerschaft an. Es geht ja jeweils auch darum, bei einem Vorhaben, dass wir das Know-how des Lieferanten abholen können. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil, dass man sich auf externe Lieferanten bezieht. Da können wir dann intensiv auch mit den Lieferanten diskutieren, mit einem oder mehreren. Wir analysieren das jeweils, in welchem Umfeld dass wir das haben, was sinnvoller ist. Und immer wenn das Know-how nicht aufbauend sein muss beim Lieferanten, wenn es also separate Projekte sind, die nichts miteinander zu tun haben, dann machen diese Mini-Tenders absolut Sinn, dann haben wir mehrere Vertragslieferanten, Rahmenvertragslieferanten. Die Erfahrungen mit diesem Modell. Die IT-Dienstleistungsrahmenverträge, diejenigen ganz rechts vorher, die funktionieren weitgehend gut.
Die Herausforderungen liegen vor allem auf unserer Seite bei der Auftragsdefinition, weil die ist ja nach wie vor nötig von unserer Seite, weil es kommt ja doch zu einem Wettbewerb dort. Also es muss wirklich ein sauberes Lastenheft erstellt werden. Die zweite Herausforderung vielleicht für den Lieferanten, das sind neue Spielregeln. Auch die Lieferanten müssen sich daran gewöhnen, dass Transparenz von ihnen verlangt wird, dass auch bei einem Rahmenvertrag noch Mitbewerber dabei sind. Wo wir extrem viel Wert darauf legen, das ist die Dokumentation, dass sie ihre Arbeiten dokumentieren und dass sie bereit sind, ihr Know-how herüberzubringen zu unseren Leuten oder eben zu dokumentieren. Weil diese Rahmenverträge sind beschränkt auf 4 Jahre. Der Regel und nachher wollen wir wieder neu ausschreiben. Das kennen Sie, das Problem der Abhängigkeit, wo man von einem Lieferanten gar nicht mehr loskommt. Bei uns wird das eigentlich gesetzlich verlangt und wir wollen das durchziehen, dass wir nach 4 Jahren wirklich auch neue Partner wieder rekrutieren können. Was ich vielleicht noch sagen muss als Herausforderung auf unserer Seite mit der Auftragsdefinition haben wir festgestellt, bis jetzt, ich habe es gesagt, haben wir sehr personenbezogen gearbeitet. Neu sind Aufträge zu definieren. Das verlangt zum Teil bis hin zu einer Reorganisation der betroffenen Organisationseinheit, weil sich das Geschäftsmodell jetzt doch verändert hat. Bei den Personalverleihrahmenverträgen, auch die funktionieren eigentlich für mich über Erwarten gut. Wir erhalten dort professionelle, gute Leute über diese Verträge zu guten Kosten. Die Einschränkung auf einige wenige Rahmenvertragspartner ist hier aber hinderlich. Und gerade wenn Sie wirklich Spezialisten, Cracks suchen, die sind dann nicht mehr so einfach findbar, beziehungsweise da gibt es dann schon mal eine Nullrunde. Die sind in der Regel auch irgendwo bei einem Dienstleister versteckt und im Einsatz. Und wir wünschen uns hier vielmehr eine Plattform, wo wir in den Markt rausschreien können, wir brauchen jemanden für dieses und dieses Spezialgebiet. Wer hat denn jemanden zurzeit zur Verfügung, der das tun könnte? Hier sind wir intensiv daran, neue Lösungen zu suchen, wie wir auch dieses Problem noch lösen können. Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses versuchen wir stetig, unsere Erfahrungen, aber auch die Reaktionen von den Lieferanten und Erfahrungen anderer Ausschreibungsstellen bei uns einfließen zu lassen und immer wieder die Ausschreibungen anzupassen. In diesem Sinne ist diese Präsentation auch als Momentaufnahme zu verstehen. Es ist gut möglich, dass unsere Ausschreibungen in einem Jahr schon wieder ein bisschen anders aussehen. Ich erwarte das auch. Jedenfalls freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, sei das als Lieferant, hoffentlich bald Gewinner einer Ausschreibung oder als andere Ausschreibungsstelle zum Erfahrungsaustausch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.